Robert. Ich melde mich heute mit einem etwas anderen Thema an euch, und zwar geht es um ein Taschenmesser. Ich habe die letzte Zeit öfters mal Reviews und Berichte angeschaut über das MaxAce Balance 42A. Da geht es um einen 42A-konformen Folder, der arretiert, aber eigentlich ein Zweihandöffner ist, also so damit gesetzeskonform. Man kann darüber streiten, ob man so ein Taschenmesser braucht, das aus Titan und mit pulvermetallurgischem Stahl hergestellt ist. Irgendwo ist es bescheuert, so viel Geld für ein Messer auszugeben, mit dem du auch mehr machen kannst wie schneiden. Aber ich bin jetzt halt mal so bescheuert. Und ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf die technische Daten von dem Messer eingehen, weil das haben die Profis aus dem Messerszene eigentlich recht gut gemacht. Also wenn sich jemand für die technische Daten interessiert, Jackknife, Fuwa Forest, Miro, alle haben sie das Messer vorgestellt, die Daten dazu und ihre Meinungen abgegeben. Und da möchte ich jetzt einfach noch kurz nachtreten, beziehungsweise meinen Senf dazu abgebe. Ich habe das Balance jetzt seit knapp einer Woche. Habe es auch permanent in der Freizeit getragen. Es ist ein Messer, mit dem ich sehr gerne arbeite, das also gut in der Hand liegt, alles tipptopp. Wo ich ein Problem habe, ist der Clip. Und zwar gibt es zwei Clips zu dem Messer. Dieser Clip, designt von den Messerfreunden, ist ein Deep Carry Clip, der also mir optisch sehr gut gefällt. Es wurde bisher jetzt einhellig bemängelt, dass der mit einer silberfarbenen Schraube montiert ist, die jetzt nicht mit einer Titanfarbe korrespondiert. Das hat mich jetzt aber ehrlich gesagt relativ wenig gestört, weil ich finde, es ist wirklich nur eine kleine Schraube und sie harmoniert mit der Stahlfarbe der Klinge. Was mich jetzt aber bei diesem Deep Carry, was ich bemängel, sind zwei Punkte. A, wie gesagt, das Messer ist jetzt ein paar Tage alt und hat hier auf den Scales, ich glaube, so sieht man es, schon hier so glänzende Stelle durch den Druck und den Rieb hier am Clip. Der Clip war also von Anfang an fest. Aber durchs in die Tasche rein und raus, durchs Benutzen in der Hand, hat man doch so viel Reibung, dass es hier diese unschöne Stelle gibt. Das ist Punkt 1, was mich wahnsinnig stört. Und Punkt 2 ist, dass der Clip durch diese Deep Carry Tragefunktion relativ weit hier hinter oben übersteht. Beim Tragen in der Tasche gar kein Problem. Wenn ich den jetzt aber in der Hand habe oder das Messer umgreifen will, dann stört mich einfach dieses überstehende Teil hier. Das nervt mich hier in der Hand drinne. Dann habe ich gedacht, okay, kein Problem. Dann mache ich den originalen MaxAce Clip dran, der logischerweise hervorragend passt und ich finde auch ein sehr harmonisches Bild abgibt. Jetzt war es aber so, dass wenn ich das Messer einstecke, ich den Clip wirklich mit dem Finger vom Messer wegbiegen muss, um in die Hosentasche reinzukommen. Gut, hat der Bub gedacht, dann biege man ein bisschen auf, dass der Anpressdruck nicht so stark ist. Es ist aber trotzdem so, dass man das Messer dann, also zumindest ich in meiner ganz normalen Jeans, das Messer nicht wegstecke oder ziehe kann, ohne denn mit dem Finger den Clip anheben zu müssen. Dasselbe hat auch Dennis von Fuwa Forest bemängelt und ist dazu übergegangen, hat beide Clips abmontiert und trägt das Messer dann jetzt in einer Gürteltasche am Gürtel. Genau das wollte ich nicht machen.
Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin, und bin zu folgendem Schluss gekommen. Und zwar, wir haben hier den Clip, also die Oberseite mit der Befestigung, und hier die Unterseite. Hier haben wir die Arretierung quasi, die man über die Naht der Hosentasche schieben muss, wo quasi der Stoff dann zwischen Messer und Clip einklemmt. So, ich hoffe, man kann es sehen. Da sind wir. Okay. Obwohl jetzt hier an dieser Erhebung alle Kanten gebrochen waren, waren die, wenn man mit dem Fingernagel drüber geht, einfach eine richtige Arretierung. Jetzt bin ich hergegangen und habe mit einem Fräser die Kante wirklich rund gemacht. Habe es anschließend ein bisschen verschliffen und mattiert. Und jetzt gibt es einen ganz runden, weichen Übergang. Man sieht jetzt zwar, wo ich geschliffen und mattiert habe, aber durch diese Mattierung, wenn der Clip nachher montiert ist und man das Messer dreht, gibt es keine Reflexionen, wenn man unten reinschaut, dass man meine Bearbeitung dann noch erkennen kann. Ich habe den Clip montiert. Ich habe ihn auch so gebogen, dass er auf dem Frame-Lock gerade so aufliegt, ohne den Frame-Lock Richtung Klinge zu drücken, also dass die Klinge dann trotzdem noch schön weich sich bewegen kann. So, und jetzt funktioniert es einwandfrei. Ich kann das Messer jetzt mit einer Hand wegstecken, kann es mit einer Hand ziehen, ohne mir hier die ganze Hosentasche kaputt zu reißen. Als kleines persönliches Fazit muss ich jetzt sagen, ist natürlich schade, wenn man so ein teures Produkt kauft und dann sage ich jetzt mal so ein unpraktisches Detail, ich würde es jetzt keinen Mangel nennen, aber solch ein unpraktisches Detail auftritt. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz, ganz tolles Messer, also ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Ich bin auch schon gespannt drauf, wie sich der Stahl über mehrere Monate hinweg verhält, und kann jetzt mit Freude vermelden, dass diese kleine Aktion das Messer zu meinem Messer eigentlich dann jetzt gemacht hat. Ja. Optisch ist toll, und diese Fräsarbeit und das Polieren, Mattieren, das war wirklich so, denke ich, Viertelstunde oder sowas, maximal 20 Minuten war die Sache erledigt. Jetzt ist es mein Messer. Ich freue mich, wenn ich es ziehe, ich freue mich, wenn es wegsteckt, wie schön es jetzt harmoniert, ohne mir die Hose zu versauen. Und ja, ich bin sicher, ich habe da viel Freude dran und wollte euch einfach diesen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, weil die Auflage ist ja fast vollständig verkauft. Ich glaube, es sind noch 15 oder 16 Stück, müsste in Deutschland und Schweiz momentan noch verfügbar sein. Also dementsprechend haben ja schon einige das Messer, und ich denke, wir werden alle über dieselbe Probleme stolpern. Ja, auf alle Fälle hoffe ich, dass das Ganze jetzt für euch ein bisschen sinnvoll, interessant und nützlich war, wenn wir da jetzt einfach ein Messer haben, das uns mit Sicherheit über viele, viele Jahre hinweg gute Dienste leisten wird, und das mir persönlich durch diese aufgeräumte und cleane Optik ohne Schnickschnack und Firlefanz unheimlich gut gefällt. Und ich denke, mit diesem Stahl haben wir lange Freude dran. So. Ich quatsch mich jetzt nicht fest, ich sage danke für euer Interesse, hoffe, dass es nützlich war, und denkt dran, ab morgen wird alles besser. Ciao.